So, Leute, willkommen zum ersten Shisha-WG-Vlog/Vlog/ wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Wir haben gerade schon die Stahlspecht P20 getestet, müssen die jetzt zurückbringen in den Shisha-Laden und wollen dann noch beim IKEA vorbei, weil wir noch was für euch bauen wollen. Und da dachten wir uns, es bietet sich doch mal an, einfach mal einen Vlog zu probieren. Und wir nehmen euch einfach mal mit, ne? Also, let's go. Eine Jacke. Ja, wir brauchen noch die Stahlspecht, auch wenn wir die schöne Pfeife gar nicht abgeben wollen. Aber die muss jetzt zurück zum Chadi. Und da fahren wir jetzt auch als erstes mal hin. So, also wir fahren gerade zum Chadi, das ist ein Shisha-Laden in Neuwied. Neuwied ist gar nicht so weit weg von Koblenz, also wir fahren jetzt ungefähr so 10 Minuten oder so, es geht auf jeden Fall klar. Schlimmste ist eigentlich immer einen Parkplatz zu suchen. Der Charlie ist ziemlich cool, der hat nämlich zum Beispiel immer die 187-Sorten mit als erster. Also bevor ich überhaupt irgendwo online großartig sehe, dass den Leute kaufen, gerade wenn so die ersten Läden so die neuen 187-Sorten reinbekommen, dann bekommt der Charlie die auch schon immer. Deswegen sind wir relativ häufig beim Charlie. Holen da immer schnell die 187-Sorten, dass wir die fix für euch reviewen können. Und beim letzten Mal, als wir da waren, haben wir noch die Stahlspecht mitgenommen. Dürften die ein paar Wochen testen. Und jetzt geht das Ganze eben wieder zurück. Da fahren wir gerade hin. Servus. Okay, hallo meine Freunde, wie geht's euch? Willkommen im Shisha-Shop Neuwied. Unser Shisha-WG-Freunde sind hier bei uns heute in Neuwied. Wir haben hier eine geile Location für euch. Kommt vorbei, ich bin für euch da, ich bin der Shadi. Wir haben geile Ware hier. Vielen Dank an die Jungs, dass sie hier sind und uns besucht haben. Wir bauen uns gleich eine Pfeife und rauchen einen Koffer für euch. Und danke dir für die Stahlspecht. Leute, wir springen jetzt in die IKEA, macht euch bereit. 3, 2, 1. Warren hat gerade gesagt, er ist ein bisschen traurig, dass er jetzt mit durch den IKEA laufen muss. Der wird viel lieber ins Spieleparadies. Oh, also wir rennen hier gerade wie Behinderte durch den IKEA und wir haben es gefunden. Das sind Aufhänger, eigentlich für Jacken, aber mit diesen Dingern, die wir gleich noch im Bauhaus holen, kann man daraus halt richtig geile Schlauchhalter bauen. Deswegen, ja, dafür müsst ihr euch auf jeden Fall eins holen. Keine Ahnung, welche Farbe euch auch lieber ist. Ich denke mal, ich werde schwarz nehmen, ist glaube ich cooler, an der weißen Wand. Ja, kostet 9,99 € plus 3 Euro für die anderen Dinger und dann habt ihr einen geilen Schlauchhalter für zwei Schläuche. Nein. Warren, bitte setz dich da drauf. Na, Warren wird sich da nicht draufsetzen. Warren! Warren! Komm schon! Setz dich da drauf! Komm schon! Das sieht witzig aus. Okay, wer ist dafür, dass Warren sich da drauf setzt? Stimmt hier oben ab. Wenn mehr Leute für Ja stimmen als für Nein, dann muss Warren nochmal zum IKEA und ein Beweisbild hochladen. So, wir sind jetzt endlich durch im IKEA. Ich habe noch hier so ein paar Blümchen gefunden, richtig geile Deko. Und ja, jetzt gehen wir raus und dann teleportieren wir uns noch kurz zum Bauhaus. Und dann haben wir auch den ganzen Rest, was wir brauchen. Und dann geht's endlich heim. Ich hab Bock auf ein Köpfchen. Du? Köpfchen, immer. Köpfchen. Also, tschüss. Wir haben auch ein neues Shisha-Bäumchen gefunden übrigens.
Natürlich holt er sich noch einen Hotdog. Natürlich. Und schon sind wir beim Bauhaus. So, hier brauchen wir jetzt auch noch ein paar Sachen. Und dann war's das. Gell, Warren? Gell, Warren? Ach so, ja. So. Das ist das Erste, was ihr braucht. Ja, Fokus, please. Hallo, vorne. Genau. Werkzeughalter. Zwei Stück. So sieht das aus. Sind auch schon Schrauben und sowas dabei. Also das ist das Erste, was ihr braucht. Und dann braucht ihr auch noch die Sachen aus dem Ikea. 5,90 bitte. So, wir waren jetzt gerade beim Bauhaus. Wir haben hier noch die Dinger geholt für den Ikea-Schlauchhalter, den wir bauen. Kommt auf jeden Fall demnächst nochmal ein Video zu. Seid auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht es aber heim und dann gebe ich erstmal ein Köpfchen. Ah, erstmal ein Köpfchen. So, kleine Planänderung. Wir sind doch nochmal beim Depot vorbei. Gucken mal, ob wir geilen Scheiß für Instagram-Bilder und Co. finden. Ja, heute voller Tag auf jeden Fall. Mit Shisha-Wege-Kram. Ja, wir gehen mal rein. Gerade so geile Glasständer gefunden. Da könnte man vielleicht geil Tabak drauf präsentieren oder so. Und jetzt sind wir noch am Überlegen, wir hier noch so eine Schieferplatte nehmen oder sowas. Die sehen eigentlich auch ganz geil aus. Oder so eine Riesenschieferplatte. Aber da kannst du ja eine ganze Wohnung drauf bauen. Ich glaube, sowas macht mehr Sinn hier. Aber die sind schon mal ganz cool. Ich glaube, davon nehmen wir mal eins mit. Das könnte coole Shots geben. Nur, dass da unten so ein komisches Kondom drin hängt. Das sieht ein bisschen doof aus. So, Warren habe ich jetzt gerade schon mal heimgebracht. So sieht es übrigens aus, wenn man im Vollidioten-Modus durch die Stadt rennt und so andauernd am Vloggen ist. Warren habe ich jetzt gerade schon mal heimgebracht. Der muss noch was für die Uni machen. Ich bin jetzt endlich daheim im Aufzug. Pack gleich die Sachen aus und dann gibt es erstmal ein Köpfchen. Also wichtig. So Leute, ich würde sagen, wir machen uns erstmal ein Köpfchen an. So. Kohle. Mehr Kohle. Super. Windschutz drüber. Ihr wisst Bescheid, Freunde. 30% schneller. Beste Video. Und schnappen wir uns die kleine Süße hier. Sogar mit einem sauberen Köpfchen. Zwar kein sauberer Kohleteller, aber immer ein sauberes Köpfchen. So, jetzt die Frage. Packen wir da rein, Leute. Packen wir da rein. Da ist einiges gerade da. Aber ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ja? Wer hätte was anderes erwartet, ne? Mal erstmal hier. Rühnchen Black Nana. Sehr gut. Ja. Machen wir mal. Rein da, oder? Pass auf. Kleiner Zaubertrick. Und. Oh, wenn das nur immer so einfach wäre, ein Köpfchen zu bauen, Leute. Ja, manchmal der Autofokus nicht so Bock, ne? Hallo. Hallo. Naja, gut. Ihr wisst Bescheid, ne? Köpfchen. Sehen wir uns gleich. So, Leute. Guck mal, den ganzen Kram haben wir gekauft. Also ich schaue ja nicht, ich warte gerade auf meine Kohle, ne? Das haben wir alles, also den auch nicht, aber das haben wir alles gekauft. Also hier diese Dinger, dann hier dieses Teil. Wir dachten uns, ja, das sieht vielleicht ganz cool aus, wenn man da oder Tabak draufpacken kann. Wenn man da irgendwie krass was drauf präsentieren kann und dann kann man hier so geile Aufnahmen machen oder so, sowas in die Richtung, ne? Oder halt einfach Tabak da drauf oder hier das Schälchen da noch oben drauf und dann da den Tabak rein oder so. Und diese Schieferplatten sind eigentlich auch ziemlich geil, finde ich eigentlich cool. Gibt es einfach bei DM. Ich glaube, die kostet 6 Euro oder so hat die gekostet. Also finde ich eigentlich ganz cool, wenn man dann so die Pfeife draufstellt. Ich finde, das sieht eigentlich nice aus. Ja, eine echte Pflanze, gut old Shisha-Bäumchen, ist jetzt mittlerweile der dritte, den ich habe. Immer wenn ich halt mal ein paar Wochen weg bin oder so und das dann irgendwie zwei Tage vorher vergessen habe, da irgendwie ordentlich Wasser reinzuknallen, dann verrecken die mir halt leider manchmal im Sommer, wenn ich irgendwie im Sommer zwei Wochen bei meinen Eltern bin oder so. Ist ziemlich bitter. Deswegen halt jetzt so ein paar hier von diesen künstlichen Dingern. Ja, finde ich eigentlich nicht so geil, künstliche Pflanzen, aber mein Gott. Ja, ich warte gerade auf meine Kohle, wie ihr merkt. Mir ist langweilig. So Leute, mein Köpfchen ist an. Warte mal, ich nehme erstmal einen Zug, ne?
Black Nana läuft auf jeden Fall noch so semi im Anrauchen, da kommt gleich noch ein bisschen mehr, glaube ich. Hab die Pfeife natürlich auch direkt mal auf so eine Schieferplatte gestellt, ihr habt es ja vorhin gesehen. Ja, wir waren heute auf jeden Fall, wie gesagt, gut unterwegs. Ihr habt ja gesehen, was wir alles eingekauft haben. Seid auf jeden Fall gespannt auf das IKEA Selfmade Schlauchhalter Video. Das wird, glaube ich, ziemlich geil, weil ich freue mich drauf. Ich habe die Schläuche bis jetzt immer über so einem kacken Nagel hängen. Und das ein oder andere Mal passiert ist, dass man im Wohnzimmer chillt und auf einmal hört man in der Küche nur, wie die ganzen Schläuche einfach von dem Nagel runterrasseln. Ist auf jeden Fall ziemlich beschissen, deswegen kommt da jetzt endlich ein geiler Schlauchhalter. Ja. Den bauen wir auf jeden Fall demnächst, da kommt dann ein extra YouTube-Video zu. Also seid ihr auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr Bock drauf habt und noch nicht abonniert habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Ich lasse mir jetzt mein Pfeifchen schmecken und dann geht es auch bald schon ins Bettchen. Ist schon relativ spät und morgen heißt es wieder arbeiten. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Vielleicht ist geil, mal so ein Vlog-mäßig so ein bisschen mitnehmen, wenn wir unterwegs sind, ob ihr das geil findet oder nicht. Ja, lasst mal gerne einen Kommentar da, wie ihr das findet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha WG. Ciao!